Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Saints Row. Und ich glaube, die Begrüßung müssen wir verschieben. Wuhu! Oder auch nicht. Take this, Stack, Typ. Und Briefkasten. Komm her, du minderwertiger Kampfjet. Aus dir mache ich Jet-Ragu. So, wo will ich jetzt eigentlich überhaupt hin? Zu unserem Ziel, damit wir erstmal die Breite auswählen. Okay, hier ist doch gleich nichts in der Nähe. Angel, oder? Ich bin noch in unserem Penthouse. Dann. Da will ich eigentlich auch hin. Aber es ist, ich fahr zum Penthouse, das wäre zu einfach hier. Das ist zu langweilig. Eine würzige Verfolgungsjagd macht das Leben fast spannend. Boah. Alex, schnapp dir den Heli und flieg schon mal aus dem Penthouse raus. Das wird spannend. Ich muss jetzt mal sehen, wie ich jetzt hier am Leben bleibe. Wieso? Ich dachte, du bist sicher im Penthouse. Da kämpft ein Jet vor dem Penthouse. Oh. Das ist allerdings ungünstig. Alter Schwede. Irgendwas sagt mir, dass wenn wir jetzt Straftaten begehen, das erheblich weniger glimpflich ausgehen wird als bisher. Ja. Yep. Der hier. Was? Warum ist hier. Oh. Geh mal in den Laden, damit wir die Pendel loswerden. Nein, ich bin noch schon dumm. Ich bin noch schon am Penthouse. Ach. Ein toter Stack. Du weißt nichts davon, oder? Nein. Na dann. Also, dann zeigen wir nochmal dieser Super Total Gay Army, wie gay sie ist. Aber in Sprüchen gegen die muss ich noch feilen, oder? Yep. Ja, gib mal das Handy. Oh yeah, those syndicate assholes don't know when to quit. They're attacking our crib and we need help driving them off. Was die labert. Ja, wir werden sie schon irgendwann vertreiben. Und zwar mit russischer Technik. Runter mit den Wrackteilen. Hier will ein Helikopter starten. So. So, jetzt zeigt mal, was ihr habt. Das da gilt schon mal nicht. Das ist nämlich nur ein Wrack. Sag ich doch. Okay, ich muss wirklich sagen. Alter, was soll da. Hast du da mit dem Jet gemacht? Zerlegt. Oh, irgendwie offensichtlich, nicht wahr? Und. Explosionskill. Wohin nu? Ja, Koop-Auftrag starten. Was sind wir ein? Oh Mann, von da bin ich doch gerade gestartet. Was soll denn? Wir müssen aber von unten rein. Ach Quatsch. Our place might be compromised. Na gut. Au. Schnell hier vor frei. Ach Mann, oh, ich dachte ich. Na scheiß drauf. Was genau ist jetzt unsere Aufgabe? Ich setze auf Oleg. Oleg gewinnt auf jeden Fall. Pack it up, we gotta move. I got 20k on this game. Damn! Wie 20 Mille, falls mich verarschen? Wie reich sind wir? Offensichtlich. Ich frage mich, wie die denn jetzt gerade eben in Polizeiuniform ausgesehen hätte. Vielleicht leicht korrupt. Stackbasis, nimm da mal los. In den Raycaster. Oder. Au. Komm, wir holen uns Militärfahrzeuge. Pff, ja, und zwar aus unserer Garage. Eben. Hui. Ey. Au. Wieso können wir nicht auf die Garage zugreifen? Ach, können wir schon. Alter, wer ruft uns denn jetzt noch an? How goes the pack up? Slow. We got a lot of shit. We'll just bring the essentials. Think I'm doing? Not the chessboard. Man, that's cold. Ey, das Schachbrett ist wichtig. Kannst du dir ein Leben ohne Schachbretter vorstellen? Wir können echt nicht zur Garage. Ach, du hast dieselbe Idee gehabt. Ich, warum nicht, verdammt. Und okay, der Hubschrauberlandeplatz geht auch nicht. Okay, wir müssen jetzt echt Autos stehlen. Wir sind frei. Das Auto, was vor der Tür stand. Ach, da stand ein Auto vor der Tür? Ja, ja, ein extra lila nicht. Oh, extra lila. Vielleicht. Hey, hier steht ein Vulture. Hm? Ach, guck mal. Ja, stimmt, das ist meiner. Ey, raus aus meinem Vulture, der gehört mir. Los, steig ein. Ja, warte mal, geh mal kurz raus noch. Nein, ich steig ein, ich will los. Ah, fuck. Muss ich ihn ja doch mitnehmen. Viele können das Ding jetzt da rein. Mit Co kannst du garantiert wieder Raketen. Ja, davon gehe ich aus. Ja. Boah. Ah, ich nehme alles zurück. Oh, Alter! Shit.
Gegen Häuserfassaden fliegen ist in keinem Fahrzeug eine kluge Idee. Ey, fahr mal kurz über den Park. Wo ist der? Ah, wir fahren, wir fliegen gerade daran vorbei. Ja. Wie soll man den übersehen können? Aber wir haben wieder Pech. Okay, weiter geht's. Das war unbedingt nötig. So. Wo Stackbasis sollen wir? Ah! Halt drauf. Okay. Ey, guck mal, wir können uns Jets holen. Nicht mehr für dich. Ah, ich hab einen Verkehr. Mach's gut. Ach, wir sollen die uns sogar holen. Na, dann mal los. Wuhu. Au, fuck, au, au, ah, ouch. Aua. Komm schon, steig ein. Ich beeil mich ja schon. Geht's dir gut? This has all their mobile base locations. Komm schon, reiner. Sieh die Aufmerksamkeit von Stag auf dich. Eine meiner leichtesten Übungen. Echt? Ach, cool. Cooles Zielsystem. Was ist das? Das sind aber abgefucktesten Raketen, die ich heute gesehen habe. Cool. Und ach nee, hier oben ist ja schon das nächste Ziel. Modus wechseln. Ey, oben schon das nächste. Hover and a jet mode? It's like a helicopter that doesn't suck. Was ist das, was er gesagt hat? Nein, was? Helikopter und Jet Modus? Das ist ja wie ein Helikopter, der nicht scheiße ist. Oh, fuck. Oh, dein Flügel ist ab. Wer braucht schon einen Flügel? Hier unten ist noch ein neuer VTOL, den kannst du dir holen. Ich brauch keinen neuen VTOL, mein Alter ist noch gut. Ja, du meinst? Hilf dem Konvoi. VTOL, was soll das werden? Flieg hoch! Hoch 10! Geht doch. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Das war knapp. Mann, Alex, halt dich mal kurz zurück. Mein VTOL macht gerade Lücken, also töte nicht so viel, lass mir auch noch was. Ey, wollt ihr mich verarschen? Was soll denn das? This thing's almost done. Better get a new one. Investigate all possible same vehicles. Ah, jetzt muss ich im Helikoptermodus weiter. Ja, toll. Alright, good to go now. Warum funktioniert der Jetmodus nicht ordentlich? Get our AWACS in the air with full escort. Full escort? Was ist das momentan? Oh, und wieder ein Stack. Was finden? Hä? Ups. Du bist gestorben. Oh, ach so. Du hast den Konvoi zerstört? Weil ein brennendes Auto von Stack genau in den Konvoi rein ist und hochgegangen ist. Ja, das ist ungünstig. Warum panzern wir unsere Fahrzeuge eigentlich nur ordentlich genug? Alles Pierce schuld, okay? Pierce ist schuld in allem. Genau. Gut, das wird jeder glauben. Ich meine, es ist Pierce. Niemand mag Pierce, nicht mal Pierce mag Pierce. Oder sehe ich das etwa falsch? So, und wieder, diesmal fliegen wir aber nicht ineinander rein, okay? Nobody likes Army. Hm? No. Nobody likes Sansa. She should have died in the very first book. Nicht wahr, Alex? Jo. Hast du dich Game of Thrones mal gelesen? Oder gesehen? Nein. Oh. Da kannst du dem auch nicht zustimmen. Bist du schon so schnell hier? Das gibt's doch gar nicht. Jetmodus. Ja, ich denkst du, was ich mache? Kacken. Hm? Kacken. Das ist zwar korrekt, andererseits mache ich das im Jet-Modus. Ich dachte, das wäre offensichtlich. Take this, Bus. Wie die Ameisen. Jo. Ach ja, das wird die Ameisen. Noch mitten auf der Brücke. Oh, guck dir mal die kleinen Ameisen an. Ich weiß. Karatscheng! Wie in der katholischen Kirche. Was?
Ja, ja, Ameisen zerquetschen und die Lupe verbrennen. Das haben wir auch immer gespielt, bevor der PC erfunden wurde. Und ist noch irgendeiner? Ja. Ich sehe da einen roten Punkt. Ganz klar. Oh, wir müssen ja weiter. Was? Ach ja, echt, stimmt ja. Dann Judge Modus. Moment. Ich habe immer noch die Steuerung von Saints Row 4 von Flugzeugen. Da waren mich W nach unten und S nach oben. Warte mal, meinte ich ja virtuell. So, erledigt, weiter geht's. Na, so viel zum Erledigt, weiter geht's. Tschüss. Was? Nutzlose Raketen. So, sonst noch jemand? Gut. Und. Ach, scheiße. Und Alex, lass mir auch was übrig. Oh, neuer VTOL. Du darfst nicht entkommen, freigesaugt. Ihr werdet uns nicht folgen. Und es jeden Feste den Saints ähnelt. Okay, das ist eine sehr präzise Beschreibung, nicht wahr? Alex, wo bist du? Oh, Wacke! Oh, fuck, hä? Da waren können Panzerflugzeuge angreifen. Das ist noch zielsicher. Oh, ich bin da einem feindlichen VTOS vorbeigeflogen, wie ich sehe. Oh fuck, das Ding trifft sogar. Das kriegt ihr alles zurück. Alter, wie viele wollt ihr eigentlich noch schicken? Oh, so viele VTOLs. Ah, da bist du ja endlich. Fuck nochmal. Von wo? Ach da. Was? Zu viele für Oleg? Oh Gott, die Lage ist wahr auf düster. Komm schon, beweg dich. Gib doch. So, noch irgendwas zum Zerstören hier? Scheinbar nicht. Die sind erstaunlich schweigsam heute, kann das sein? Hey Alex, so schweigsam muss jetzt auch nicht sein. Hoppla, mein Ohr aus. Oh, ach so. Sie ist eine halbe Stunde ja, mit der Luft gerissen. Kann sein. No, irgendein brillantes Kommentar, das die Situation auf humoröse Art satirisch darstellt? Twin Towers! Oh ja, das ist gut. Oder das hier. Obwohl. Nee, heute nicht. Aber für Kunstflug. Mit Erik. Wir wissen alles für den Blut und Toten enden. Na hier, Kunstflug, 23 mit. Wow, bist du schon da? Ja, Kunstflug schon. Mann. Ach, das sind ja bloß Panzer. Langweilig. Das nennst du, es geht schon richtig gut los. Juhu! Al-Qaida mitten rein! Oder auch nicht. Hilf Oleg, aber immer noch. We are on our way, Oleg. Was? Und rausspringen. Oh. Bäume sind der natürliche Feind von Flugzeugen. Ey, hier sind die ja. Ich hol mir mal ein neues Fluggerät. Nimm einen Woodpecker. Oh, fuck, da hat das gesessen. Ach, oh, Mama, die sind im Park? Soll ich nicht mal einer sagen können? Lol, ich bin gleich tot. Ich bin unterwegs. Ja. Lol, Alter, der gegnerische Vito hat genau das Flugzeug zerstört, auf das ich zugerannt bin. So, und strong.
So, jetzt versuche ich mal Alex nicht zu zerquetschen. Eine schwierige Aufgabe. Ah! Ah! Ja, wollt mich doch verarschen! Ich war 4 Meter über dem Boden! Diesmal wird es besser laufen. Waren seine letzten Worte. Dann war nur noch unartikuliertes Schluchzen. Scheiß Ladebildschirme. Lade dich aus, du Kack-Game. Ich will endlich Oleg helfen. Ich will endlich Leute töten. Ja, das auch. Ironischerweise passt das perfekt zusammen. Oh, wir sind wow. Schon da. Oh, ein Panzer. Der sich wegteleportieren kann. Arschpanzer. Arschkopf. Bäh. Solange mit dem Messer draufhalten, Mr. Schmitz. Das geht natürlich auch immer. Aber wieso stehen die diesmal nicht hier? Was soll man nun zerstören? Ach, das Ding. Ja, schön. Warte, ich hol mir mal eben einen Vitor. Ja, das ist für Sache. Ja, okay. Genau so einen wollte ich. Haha, Pech gehabt. Ah, du warst schon drin. Glück gehabt. Ach, wieso? Jetzt hab ich so einen Transporter. Warum bist du so... okay, das ist interessant. Ich weiß nicht, wie virtuell den Weg kann ich mehr. Oh geil, der hat einen Laser-Gatling. Ich weiß. Aber die Laser-Gatling ist relativ schwach, leider. Und es hat auch einen... Das Flugzeug ist geil. Wie kann etwas so groß bitte fliegen? Das ist unmöglich. Frag nicht. Zerstör's nicht, bevor ich da bin, okay? Ich hätte das Ding gerne als Domizil. Ein Flugzeug. Oh hey! Andere virtuell. Versucht mich einzuholen, Bitch. Ich hätte dieses Flugzeug wirklich gerne als Domizil, weil das ist perfekt. Einfaches Flugzeug? Das ist kein einfaches Flugzeug, guck dir das scheiß nicht mal an. Das widerspricht jeder Physik, das ist auch schon alles. Fuck der Physik. Niemals! Ohne Physik würde unser Leben zusammenbrechen. Im wahrsten Sinne. Ohne Physik könnten wir diese Videos nicht spielen. Wenn es nicht geben. Und? Wir sie schon länger spielen. Yeah! Attacke! Oh, ich muss das mal ausbilden. So. Und? Fuck me. Verdammt, Alter, das Flugzeug ist schneller als ich dachte. Ja, wenn es so groß ist, muss es schon eine gewisse Geschwindigkeit drauf haben. Und dieses Mal aber. Gibt's da nicht. Komm schon. Yeah. Bye bye, Motherfucker. Alter, sieht das. Ich muss zugeben, das Ding sieht episch aus. Wow, okay, sehr cooles Domizil gewesen. Das Gatling-Feuer nebenbei hört sich auch richtig geil an. Was ist das überhaupt für... Was war nochmal die Aufgabe von diesem Teil? Überwachungsflugzeug? I'm Joshua Burke. Ja. Warte mal, ist das nicht... TV, I play Nightblade. Nein. Ein gut-looking, aber misunderstood Vampire, who risks life and limb every week to keep the world safe. Wollt ihr mich verarschen? Against gang violence. Wanna be a real world hero? Talk to your stag recruiter today. Das ist ja wohl polemisch, so unglaublich. Was? Hä? Das ist die unzusammenhängendste, polemischste, unglaubwürdigste Werbung, die ich je gesehen habe. Shock and awe wins war, Sim. Authorize the Daedalus and this will all be over. Absolutely not. That kid's gonna get himself killed. Well, you ensure Josh Brooke's safety, or I'll find someone who can. Understand? Yes, ma'am. Tja, da guckt doch einer angepisst, nicht wahr? Würde ich auch, wenn ich so rosa aussehen würde. Und wenn jetzt ein Aufnahmestopp kommen würde.